Hallo. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Outlast. Ja, wir waren hier letztes Mal stehen geblieben an einem sehr appetitlichen Ort. Es ist quasi wunderschön. Und da hat jemand gegen die Tür geklopft. Klopft nochmal. Und ich bin so geistig gestört, da ich so lange schon in dieser Anstalt bin, dass ich diese Tür jetzt öffne. Aber sie geht nicht auf. Gut, schauen wir weiter. Schöner Fleck an der Wand. Innen architektonisch super, hat mir gesagt. Hallo? Auch zu schade, aber hier. Schönen guten Tag. Das hier sieht sehr nach dem aus, wo ich hin soll. Habe ich recht? Warte, was soll ich machen? Gelange zum Funkgerät im Gefängnis. Guck mal, hier sind überall schöne... Oh, hier. Moin! Wow! Wow! Hey, 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 hey! Bist du bescheuert? Wo ist der behindert? Wow! Whalen Park. Das ist der! Alter! Couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. Alter, kann mich wer retten irgendwie, oder... Oh, Dr. Schlitz? Räudiger, was? Do me a favor and die here, Park. Was? 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 Oh Gott. Ich brauche ein Versteck. Fuck! Das hört sich nach... Jacqueline! Oh mein Gott! Es ist Jacqueline! Oh! Fuck! Fuck! Jacqueline! Ich wusste doch, ich kenne dieses... Au. Kann er mich riechen? Nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, ist der dick, Mann! Junge, mach die Tür wieder auf. Alter, du Arschloch, ich hab's genau gesehen. Oh! Fuck! Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt geht's wieder los hier. Jacqueline wieder an Bord. Er sieht mich nicht. Er hat keine Ahnung, wo ich bin. Er hat keine Ahnung, wo ich bin. Er weiß einfach, Jacqueline weiß einfach nicht, was... Und laufen. Oh! 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 Ist der Ding. Oh! Oh Gott! Schneller! Schneller! Run and jump! Durch die Türe! Mach die scheiß Tür wieder zu! Oh Gott! Oh Gott, wo bin ich? Ah! Oh! Weiter, 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 weiter! Durch! Schlitzi! Durch den Schlitz! Ah! Oh Gott! Ja, ja, ja. Ja, ja. Ups. Alter, Junge. Doch nicht neben dem Klo. Der Doktor hat mir einmal... Okay. Oh Gott. Okay, Leute. Weiter geht's. Jacqueline ist uns auf den Fersen, aber das tangiert uns peripher. So, hier kamen wir gerade her, ne? Oh. Hallo? Oh nein. Another poor soul.
Okay, ich habe eine Notiz. Runter, runter, runter. Jemand, der so sehr wie ein Priester aussieht, wie dieser Ort einem Irrenhaus ähnelt, schreibt Anweisungen an die Wand, redet über Gott, sagt mir, ich soll keine Angst haben. Wie konnte ich nur je bei diesem beschissenen, inhumanen, giergetriebenen Moralgenozid mitmachen? Die Monster, die Murkoff erschafft, der Umfang, mit dem ihre stiefelleckenden Geschäftswürmer es verteidigen. Ihre eigenen Leute abgeschlachtet. Ich habe noch nie in meinem Leben gebetet, Lisa, aber sollte ein engstirniger Gott mitmischen wollen, dann soll er Jeremy Blair töten. Ist das der Typ, der mich gerade angefallen hat? Das kann sein. Bevor ich sterbe. Vernunft und Habgier. Es gibt keine Qualen, die er nicht verdient. Es gibt kein Funkgerät. Keine Hoffnung, die Außenwelt zu erreichen. Nur entkommen. Ja. Das ist der Priester. Kennt man den auch noch vom ersten Teil? Julian? Herr Priester? Der Strich ist schon da. Du brauchst nicht mehr so... Brauchst du nicht mehr so betonen. Okay. Ja, hier ist verschlossen. Oh, hier könnte ich runter. Ich kenne das. Das kommt mir bekannt vor. Das kenne ich aus Outlast. Okay, ich muss hier runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gibt es hier irgendwas Nützliches? Eine Batterie oder? Alter Schwede. Die sind nicht gut drauf. Wo sind sie nicht? Ja, wo bin ich? Da kann ich nicht lang. Oh Gott, das kenne ich. Hier rechts weit. Oh Gott. Oh Gott! One of them's coming! It's not even human anymore! Whoa! What? Hey, das fand ich jetzt nicht fair. Warum lassen die mir... Hallo? Ach, der... schöne Raum hier, ne? Batterie? Jawohl. Hallo? Nein? Okay. Ich gehe weiter. Hier ging es bei Outlast weiter. Und hier nicht. Oh Gott, wie das hier auch. Hallo? Hi. Heutiger, is it you, Jacqueline? Nein. Alter, die beiden müssen wir aufeinandertreffen. Dann ist die Scheiße ab. Was? Oh nein, Jacqueline, Jacqueline. Nein, 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 nein. Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Rüber, du. Heutiger, ich brauche deine Hilfe. Jacqueline ist hinter mir. Herr, 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 Herr Gott im Himmel. Shalom, Kakalom, Kakalom, Kakae. Shalom. Moskau, Moskau, schmeiß die Gläser an die Wand. Moskau ist ein schönes Land. Hey! Da ist ein Fenster offen. Hier ist auch was Tolles. Hä? Okay. Irgendwie geht sie auf, aber irgendwie auch nicht. Und ich erkenne hier trotz Nachtsicht. Null. Hier kann ich rein. Oder? Yeah! Oh, da ist eine... Hi, na? Darf ich das nehmen? Okay. Ich habe erstmal eine Notiz. Ne, habe ich nicht. Ein Dokument. Der Bräutigam. Das ist ein Gedicht. Ich lese das mal vor. Über den Knien unter dem Nabel. Auf Gluskins Tisch mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er was brauchen. Also baut der Bräutigam sich ein Frauchen. Über den Knien unter dem Nebel. Auf Gluskins Tisch mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er was brauchen. Also baut der Bräutigam sich ein Frauchen. Er baut sich ein Frauchen? Über den Knien, unter dem Nabel. Nein, oder? Auf Gluskins Tisch mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er was brauchen, also... baut der Bräutigam sich ein Frauchen. Das geht immer so weiter.
Also ich interpretiere das jetzt mal, ja? Der Bräutigam ist ein Typ, der braucht was zum Hineinstoßen. Wo stand das? Da. Deswegen baut er sich ein Frauchen. Also er braucht für seinen Penis was zum Hineinstoßen, also baut er sich ein Frauchen. Über den Knien unter dem Nabel, ja, über den Knien unter den Bauchnabel, da ist was? Auf Kluskins Tisch mit Messer und Nadel. Okay, hoffen wir, dass wir dem Bräutigam nicht begegnen. Denn der baut sich ein Frauchen. Oh Gott, ist er... Die Lache war ganz schön scheiße. Ich konnte das Teil da... Achso. Oh Mann, Alter. Okay, raus. Was soll's? Was soll's? Was soll schon passieren? Hallo? Ah, das war ein Blatt. Oh Gott. Oh, ich muss nachladen. Oh Gott. Oh Gott. Geh da mal zum Gatter. Ist verschlossen. Was? 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 Psch, 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 psch. Da kann ich durch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? Hallo? Gott, ist das hier eine Atmosphäre, das ist einfach nur schön. Ich höre die ganze Zeit wen flüstern. Oh Gott. Ist das verschlossen? Ja. Sieht sehr defekt aus. Das heißt, ich muss da rein? Was ist das? Jetzt die Tür offen? Helf mir jemand, ich brauche Hilfe. Wo kommt das her? Da braucht jemand ein Dokument. Hey, töte uns. Töte uns, brenn das Gebäude nieder. Schlimmer als der Tod hier. Töte uns. Es bahnt sich etwas ganz Schreckliches an, liebe Kinder. Etwas ganz Schreckliches. Und wenn ich jetzt Escape drücke, bin ich dem Schrecklichen bestimmt näher. Was? Nein. Verschlossen. Oh Gott. Verschlossen. Oh mein Gott. Was ist das hier? Alter. Da hinten ist jetzt offen, aber... Wo geht's lang? Warum ist da jetzt offen, Alter? Das soll nicht offen sein. Ich glaube, ich muss wieder rein. Da geht's auf jeden Fall nicht weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier? Hä? Ich will nicht mehr. Ich hab das... Erreiche den Verwaltungsblock, um zu entkommen. Ich habe das Gefühl, dass ich da wieder hin muss, aber da ist nicht gut. Ich check hier nochmal das ab.
Tief durchatmen, das wird alles toll. Das wird super. Jetzt ist verschlossen. Oh Gott. Hör auf zu blitzen. Ja, so hier kann ich definitiv nicht lang. Oder? Oder was meint ihr? Alter Schwede. Okay, dann, gehe ich nochmal zurück. Ja, das ist halt voll der Bait, ne? Die wollen das. Aber ich will nicht. Aber wahrscheinlich muss ich das, weil es sonst nicht weitergeht. Aber ich will wirklich nicht. Ich will da nicht lang. Das ist so mies. Das sieht schon so aus, als ob da irgendwie Jacqueline mit Dr. Professor Reudiger Schlitz wartet, ja? Also, das mag ich nicht. Deswegen schauen wir hier nochmal, ob man hier irgendwie... Es muss irgendwo was geben. Hier ist irgendwo nochmal ein Eingang. Ich bin mir ziemlich... Ich verbrate die Batterien für nichts. Okay, wir gehen da jetzt hin. Endspurt, liebe Kinder. Ach so. Oh Gott, ich will wirklich nicht. Ah, da geht's weiter. Ich lade einmal nach. Hallo? Ich bin kein Frauchen, ja? Ich. Nee. Wieder? Wie lang? Ich bin kein Frauchen! Ich bin ein richtiger Mann. Okay? Sind wir denn jetzt, Alter? Nein, 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 nein. Alter, wichst der da auf die Leichen? Ja, hören Sie bitte damit auf? Hallo? Hi, hallo? Ich nehme das auf Band auf. Stell das auf YouTube. Weitermachen. Ciao. Oh, ich sehe ganz viel. Das wird ein Spaß, da jetzt durchzugehen. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Shit, 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 shit. Show your fucking self! Shit, 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 shit. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich Strom ausgeschaltet, oder? Das heißt, ich kann vielleicht jetzt beim Zaun lang? Oh Gott, Alter. Ich bin kein Frauchen. Ja? Ja, ich habe den Strom ausgeschaltet. Ich bin kein Frauchen. Ich bin kein Frauchen. Bin ich nicht. Hallo? Ich bin kein Frauchen! Was? Notiz. Brennende Lichter. Der Strom ist noch da. Elektrizität. Ich muss nachdenken, Lisa. Ich dachte, der Strom sei ein Beweis dafür, dass irgendetwas Normales, irgendeine menschliche Kraft, noch einen kleinen Teil von Mount Massive kontrolliert. Aber nichts Menschliches oder Zurechnungsfähiges kann hier irgendetwas tun. Außer zu überleben, und selbst das hält meistens nicht lange. Du warst immer die Vernünftige, Lisa. Du würdest mir sagen, ich solle mich beruhigen und mir einen Überblick verschaffen. Überblick verschaffen, bestimmt irgendwo hochklettern. Wahnsinn und Unmenschlichkeit beherrschen diesen Ort. Was auch immer den Strom am Laufen hält, versucht mich hier gefangen zu halten. Ich muss ihn wieder ausschalten. Und damit, liebe Freunde... Mach hier einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann in... Ah!